Ja, Ladies und Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Pokémon Schild und Schwert. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, letzte Folge hat's kaputt gemacht. Irgendwas ist passiert auf Route 9. Hey, Sasa! Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe jetzt nicht schon auf den Boden, keine Sorgen. Ich will, dass du und Hope euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentriert. Ich fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachen. Aber Roy ist eine Nummer für sich, er ist so stark, dass ich als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet. Wir müssen jetzt eben auf den Grund gehen. Ich was ich habe. Kaboom! So, gegen Drache hilft Eis, Drache und Fee, okay. It's Champ Time! Oh, hier sind doch ein paar Eis. Ihr seid doch Eis, gell? Ja, dich hab ich doch schon. Warte mal, Flucht. Dann würde ich mal... Machen wir folgendermaßen. Wechsel mal kurz Pokémon ein bisschen aus. Wir wechseln mal aus. Ich glaube, den habe ich schon, genau. Gegen ihn da und bewegen. Jetzt haben wir noch ein bisschen nach unten. Haben wir noch ein Eis. Da haben wir ein paar Eis. Aber Eis können wir jetzt noch fangen. Warte mal, wir gucken aber noch mal, ob wir noch einen Drachen haben. Drache. Oh ja, oh ja, oh, da sehe ich mich doch. Da sehe ich mich doch. Können wir die mal noch ein bisschen leveln? Also wir müssen die ein bisschen leveln. Ja, die sind vom, die Gegner sind vom Level relativ hoch. Galappo müsste aber auch helfen. Galappo ist Fee. Guck noch mal ganz kurz. Letzte Arena leider gemacht. Okay. Ja, die sind alle 46, 47, 46. Ja, es bringt jetzt nicht so viel. Ich glaube, ein Dynamax Raid würde mehr bringen. Zumal ich auch gerade nicht weiß, wo ich lang muss. Wir sind nach Claw City oder was? Route 9 Tunnel, Route 9. Ja, dann gehen wir mal den Weg. Hallo. Recht ist cool. Drache hilft gegen alles.
Deshalb der Drache hilft gegen alles. Er muss es der Drache wieder richten. Das war auch cool. Der ist aber auch mega cool. Ah, ich wusste es. Ich dachte, einmal geht's noch. Ein Schlachtel. Oh, okay. Genau, einfach mal draufsetzen. Das hilft immer. Ba, ba, ba. Ja, von 8, 7 Bären. Geht schon. Lass mich doch mal vorbei. Lass mich doch mal vorbei. Was ist da los? Hey Sasa! Genau, also laufen, dann ist dieses rotes Licht dann hast du plötzlich ein Willen zu finden, deine. Okay. Scheint hier voll zu eskalieren. Wir haben nicht lange gefragt und sind auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Jo. Hab ich die schon? Das Problem ist, ich spiele das so auseinander. Ich weiß nicht, ob ich die alle schon habe. Aber wir können aber mal. Ah, ich glaube, die habe ich schon, die Katze. Alter! Wie weit verfolgen die mich? Oh, es entwickelt sich. Ich habe doch Fenders gefangen. Den habe ich vor der letzten Folge gefangen. Wow. Ein Eisberg. Aktilas.
Ich muss mal schauen, wie es weitergeht. Ob ich dann wirklich immer Streams mache oder ob ich es einfach nur noch privat weiterspiele, wenn ich die Kampagne durch habe. Ich meine, es ist ja perfekt, um auf Arbeit zu spielen. Dass ich einfach mich immer mal hinsetze und Pokémon fange und so. Aber wie gesagt, muss ich mal schauen. What the fuck? Ich kenne das natürlich nicht. Weiß nicht, wird wahrscheinlich ein Flug sein oder so. Weiß nicht, was es ist. Oder ein Stahl. Weiß nicht, was es ist. Keine Wirkung. Wird ein Stahl sein, wenn es Eisenschädel hat. Wie gesagt, die haben alle meine Attacken keine Wirkung auf das Scheißvieh. Keine Wirkung. Das ist doch nervig. Das ist ein Stahl. Stahlkampf. Nein, das ist kein Stahl. Das ist kein Stahl. Der Kampf ist ja eigentlich extrem effektiv gegen Stahl. Ja, nice. Also das krieg ich gerade, komm ich gerade zu Kotten. Also kannst du nicht aus diesen Kämpfen flüchten, das ist halt das Problem. Oh, nicht effektiv. Wird mir jetzt auch platt machen, ja. Manni, der hat noch zwei Pokémon. Das ist sein erstes. Wissen, was das für eins war. Der Basketball kenne ich auch noch nicht. Das könnte ein Pflanzen-Pokémon sein. Würde natürlich für Karten gut helfen. Oh, ist auf seinen Ball ausgerutscht. Eine Teekanne, das ist die Weiterentwicklung von dieser Teekasse bestimmt. Ja, diese Kasse, Teetasse. Ja,
Na gut, Gott sei Dank. Also ich bin bis jetzt noch nicht besiegt worden, Leute. Muss ich mal dazu sagen. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Kampf verloren. Es war ein paar Mal böse knapp. Finde Gewissheit. Ich sollte vielleicht mal kurz zurück und meine Pokémon heilen. Warte mal. Ring, ring, ihr Spastis! Das Licht ist doch weg. Bum, 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 bum. Ja, ich muss mal schauen, ob ich da noch groß weitermache. Die Folgen kommen mir eh nicht so gut an, haben nicht so gute Klickzahlen. Wahrscheinlich werde ich es nur noch privat spielen. In der Story. Also ich denke mal, so ein paar Folgen kriegt man noch für die Story hin. Voltula. Käfer Elektro. Mal gucken. Wir gucken mal, ob wir es kriegen. Ich hab das ja schon, aber. Na egal. Gibt wenigstens EP. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Ach Mann, was mach ich denn? Ich muss doch eigentlich nicht zu Fuß nach Klausity. Wir waren doch schon in Klausity. Kann ich doch hinfliegen. Per Schnellreise hin. Also macht ja so wenig Sinn. Geht jetzt wieder? Hey, hier drüben! Ich weiß gar nicht, in welcher Stimmenlage ich die immer synchronisiere. Hallo, Sasa. Gute Arbeit von dir und dein Glurak, Delion. Ihr habt dieses Dynamax-Pokémon ja im Handumdrehen auf die Partei gesetzt. Tja, wir sind eben einfach unschlagbar, aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Sanya. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. Erst war dieses rote Licht, und dann hat sich plötzlich ein Pokémon dynamaximiert, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wusste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt.
Um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaft der Extraklasse. Das ist die Professorin. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde vom Liga-Präsident Herr Rose herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit den Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt sein Assistenten. Für die Liga-Basis dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seiner Arbeit. Wir brauchen mehr Daten. Ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Okay. Ah, ist das schon die nächste Arena jetzt, oder was? Waren wir schon in Klaus City? Haben wir da die Arena schon gemacht? Da ist sie, die letzte Arena. Ich würde aber vorher nochmal Pokémon heilen. Und ein paar Sachen kaufen. Ich habe jetzt überlegt gehabt, Pause zu machen und dann auf Arbeit zu leveln heute. Also ich hätte, wenn ihr die Folge seht, bin ich gerade wieder im 24-Stunden-Dienst. Oder ich nehme das jetzt gleich auf für morgen. Was kaufen. Ja, bin ich denn schon bereit für ihn? Ja, sind wir. Aber nicht mehr heute. Das machen wir morgen, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich bin mal gespannt. Also ich denke, wir müssen danach eh noch gegen Dillion oder so kämpfen. Also ich denke, da wird noch was kommen. Also, vielen Dank, bis morgen. Ciao.